Hier ein weiteres Beispiel zur Flächenhalsberechnung. Und zwar haben wir hier zwei Kurven. Wir haben eine rote Kurve und eine blaue Kurve. Und diese beiden Kurven, die schließen eine Fläche ein, aber die Kurven schneiden sich auch. Das heißt, ich kann nicht sagen, welches die obere und welches die untere Kurve im gesamten Bereich ist, von 0 bis 4 beispielsweise oder von 0 bis 3, sondern ich muss wissen erstmal, wo die Kurven sich schneiden. Das heißt, am Anfang muss ich erstmal die gemeinsamen Punkte berechnen. Ich habe eine Funktion f mit f von x gleich x hoch 3 minus 6x² plus 9x und eine Funktion g mit g von x gleich minus 1/2x² plus 2x. Und wenn ich die beiden gleichsetze, dann bekomme ich x hoch 3 minus 6x² plus 9x gleich minus 1/2x² plus 2x. Ich bringe die 1/2x² rüber, dann habe ich x hoch 3 minus 5,5x² plus 9x gleich 2x. Bringe noch die 2x auf die andere Seite und habe x hoch 3 minus 5,5x² plus 7x gleich 0 und kann hier ausklammern, x mal Klammer auf, x² minus 5,5x plus 7 gleich 0. Und hier bekomme ich x gleich 0 oder x² minus 5,5x plus 7 gleich 0. Und mit der PQ-Formel bekomme ich die beiden weiteren Lösungen x2 gleich 2 und x3 gleich 3,5. Das hier mein x1 ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Graphen habe, dann sehe ich, dass am Anfang zwischen 0 und 2 die rote Funktion, also f von x, oberhalb der blauen Funktion liegt. Das heißt, ich müsste von 0 bis 2 das Integral nehmen und f von x minus g von x berechnen. Wenn ich das nicht weiß, kann ich auch eine beliebige Funktion minus die andere Funktion berechnen und ganz am Ende bei dem Ergebnis davon schauen, wie das Vorzeichen ist. Falls es negativ ist, nehme ich den Betrag davon. Dann berechnen wir nun zwischen 0 und 2 f von x minus g von x dx. Das ist das Integral von 0 bis 2 von x hoch 3 minus 11 halbe x² plus 7x dx. Und hier habe ich eine Stammfunktion von 1 Viertel x hoch 4 minus 11 Sechstel x hoch 3 plus 7 halbe x². Und wenn ich nun die Zahlen einsetze, einmal die 2 und einmal die 0, dann bekomme ich sozusagen 1 Viertel mal 2 hoch 4 minus 11 Sechstel mal 2 hoch 3 plus 7 halbe mal 2 Quadrat minus. Und wenn ich die 0 überall einsetze, kommt 0 raus und das Ergebnis sind dann 10 Drittel. Diese 10 Drittel, die entsprechen dem ersten Stück A1. Und im zweiten Stück sehe ich, dass jetzt die andere Funktion oberhalb ist. Das heißt, ich muss nochmal integrieren und muss die Grenzen von 2 bis 3,5 nehmen. Das heißt, die Grenzen von 2 bis 3,5
von der Funktion g von x minus f von x dx entsprechen hier minus 1 Viertel x hoch 4 plus 11 Sechstel x hoch 3 minus 7 halbe x Quadrat von 2 bis 3,5. Und wenn ich diese Zahlen hier einsetze, dann kommt 99 64stel raus. Und der gesamte Flächeninhalt ist dann a1 plus a2. Und wenn ich das in den Taschenrechner eingebe, dann bekomme ich 937 192stel raus oder ungefähr 4,88 Flächeneinheiten.